Heute vergleiche ich das Huawei P Smart Z mit dem P30 Lite. In diesem Video treten beide Handys gegeneinander an. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Smartphones und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Gewinner. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design ist das P30 Lite mit 53 zu 48 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 38 Gramm leichter, 1,5 mm dünner, 10,6 mm kürzer, 0,3 mm schmaler und 23% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das P Smart Z mit 49 zu 46 Punkten knapp vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 1,2% höhere Auflösung und 5,7% größere Bildschirmgröße. Das P30 Lite hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 4,8% höhere Pixeldichte. Leistung. Im Bereich Leistung sind beide Geräte ebenbürtig mit 79 Punkten. Folgende Eigenschaft besitzt das P30 Lite: 64 GB mehr interner Speicher. Kameras. Im Bereich Kameras ist das P30 Lite mit 62 zu 45 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 3,2-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung und zweifach größerer Zoombereich. Audio. In der Kategorie Audio sind beide Handys ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Spezifikationen. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das P30 Lite eindeutig mit 64 zu 49 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: unterstützt schnelles Laden. Das P Smart Z hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 19,8% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften kommen beide Geräte auf 80 Punkte. Das P Smart Z ist in folgenden Eigenschaften besser: 1,5-fach schnellere Downloads und unterstützt NFC. Das P30 Lite ist durch folgende Eigenschaft besser: ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert. Ergebnis. Das Huawei P30 Lite liegt in der Gesamtwertung mit 54 deutlich vor dem Huawei P Smart Z mit 46 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Smartphones unter dem Video verlinkt. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.